recht. Hi, schön, dass ihr wieder da seid zum Flight Review XKX251 Whirlwind. Also nochmal kurz die Daten, ein 250er Copter, das heißt über die Diagonale 250 mm Achsabstand und Brushless Motoren, 200 Gramm flugfertig mit Batterie, ohne FPV oder sowas, also nur der reine Copter und Batterie und jetzt noch ein paar Eindrücke erstmal. Also das ist ein ganz klassischer Racecopter. Er hat absolut die Leistung für all diese Späßchen. Im 3D-Mode hat er einige Features, die ganz toll helfen, sich da einzuarbeiten und ist zügig und mit Leistung pur ausgestattet. Also das kann man anders nicht sagen, ist wirklich okay. Zur Leistung Brushless 1307 3000 kV, dementsprechend ist auch der Sound, wie ihr am Anfang des Videos vielleicht schon mitgekriegt habt. Also ganz hervorragend. Die Flugzeit ist durchaus 10 bis 12 Minuten, eher sogar etwas höher zum Teil, also Wahnsinn. Bei Full Power gute 10 Minuten und das ist schon eine hervorragende Leistung. Im 3D-Mode sind diverse Figuren möglich. Wobei hilfreich ist, dass der Copter sich immer wieder in Flugrichtung ausrichtet, wenn man da keine weiteren Figuren einleitet. Das hilft dem Anfänger, die Fluglage sicher zu beherrschen. Und ja, es ist kein Kamerakopter, aber er kann Kamera. Das bedeutet in meinem Fall eine Runcam HD mit etwas über 40 Gramm Zusatzgewicht lassen den Copter quasi völlig unbeeindruckt. Er wird bei den 3D-Figuren ein wenig, wirklich nur ein wenig zäher, ansonsten quasi alles unverändert. Also es ist wirklich eine richtige Flugmaschine, das kann man da anders gar nicht mehr ausdrücken. Wobei aber ganz sicher zu erwähnen bleibt, es ist eine äußerst stabile, eine quasi fast unzerstörbare Flugmaschine, was dem Anfänger den Einstieg in den 3D-Flug sehr erleichtert und auch kostengünstig ermöglicht. Da man die Gyro-Stabilisation quasi stufenlos einstellen kann an Sender, ist er auch sehr gutmütig zu fliegen, das heißt man kann ihn ganz langsam, ganz vernünftig fliegen und man kann natürlich auch mit 100% Leistung, die kann man dann einstellen, Dual-Rate Exponential ausnutzen und somit wirklich mit Full Power einfach nur bolzen. Also das ist definitiv kein Copter, der einfach mal so in der Luft stehen bleibt und irgendwo rumschwebt. Das ist überhaupt nicht dem sein Fach. Das ist wirklich ein Gerät, was bewegt und gesteuert werden muss. Und genau so wollen ja viele das auch haben. Und es macht auch riesig Spaß, das Teil zu fliegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich durchaus mag, ist die Größe des Copters. Dadurch kann man an relativ kleinem Platz sehr gut fliegen. Also der Platz kann nicht so klein sein, wie man denkt, weil das Teil wirklich schnell ist. Also man braucht schon ein paar Meter zum Fliegen. Aber dann macht er richtig Spaß und ist wie gesagt auch quasi völlig unzerstörbar. Ist einfach unglaublich, wie toll dieses Teil gebaut ist.
Ebenfalls gut gemacht finde ich, dass mit der X7-Steuerung von XK durchaus möglich ist, über Dual Rate quasi Ruderausschläge und die Steuerbarkeit des Kopters perfekt zu einzustellen. Das heißt, ich kann, wie sensibel er reagiert, wie schnell, wie hart, das kann ich alles an der Steuerung einstellen. Dazu kommt aber dann noch der dritte Teil, was allerdings leider noch einen Moment dauern kann, weil ich noch ein paar andere Projekte habe. Also das ist mal ein Flight Review und was mir Spaß macht, keine Kritik, absolut keine Kritik. Leuchtdioden könnten etwas besser zu sehen sein, sind aber vollkommen okay, also viel besser wie an meisten Geräten. Verarbeitung ist absolut genial, das ganze Ding ist vollkommen sein Geld wert, also eine echte Empfehlung. So, und jetzt zum Spaß noch ein kleiner Ausblick als Pilot bzw. als FPV-Pilot. So würde das dann aussehen. Also da brauchen wir schon einen gesunden Brain und einen guten Magen. Dann sage ich jetzt schon mal danke fürs Schauen und viel Spaß mit den Bildern. Die kommen am Ende vom Review, kommen noch ein paar Bilder vom X251. Es kommen die nächsten Unboxing und Flight Reviews in Kürze. Part 3 mit Einstellung des Transmitters kommen dann jetzt auch in also naher Zukunft. Ich gebe mir Mühe. Also vielen Dank nochmal. Bitte abonnieren und Daumen hoch wäre wirklich nett. Unterstützt mich ein klein wenig. Danke. Bye.